Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Ich bin so froh, den Film jetzt endlich mal in meiner Sammlung zu begrüßen. Ein Film, Vigilante, Alternativtitel ist Street Fighters von William Lustig, der auch Maniac gemacht hat. Also Maniac das Original. In dem Film geht es um einen selbstständigen Elektriker, der seinen Sohn bei einer Schießerei verloren hat und seine Frau zum Krüppel geschlagen wird. Und bei der Gerichtsverhandlung tut der Staatsanwaltschaft dann einen Deal aushandeln mit den Tätern oder dem Täter, und er tut den Glauben an das Recht verlieren, schließt sich einer Bürgerwehr an und geht dann gegen die ganzen Kriminellen in seinem Viertel vor. Das spielt in Queens, New York. Bin froh, dass Pretz Media da noch ein paar Restexemplare reingekriegt hat. Weil ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Das soll so ähnlich sein wie Savage Street mit Linda Blair. Und den Savage Street mit Linda Blair, ja, wer ihn kennt, weiß, ist ein geiler 80er Flair. Rache-Movie mit einer richtigen dreckigen Atmo, und das erwarte ich jetzt hier auch. William Lustig, weiß man ja, dass der das drauf hat mit der dreckigen Atmosphäre. So, jetzt widmen wir uns erstmal dem Mediabook. Ich denke mal, das war ein altes Kinoplakat oder so. Das Mediabook hat so eine Lederhaptik, man sieht's. Lederanmutende Haptik. Auch sehr glatt. Ja. Sein 84. Ne, ein 8 Films Mediabook. Dieses Cover hier ist auf 111 Stück limitiert. Ich habe die Nummer 16. Blue Underground. Ja, ist ja das Label von William Lustig. Hier mal den Plot. Hier unten haben wir noch den Cast. Und die Spezifikationen. Ja, hier ein paar Scene Shots. Dann lass uns mal nach den inneren Werten gucken. Sehr schön. Hier haben wir mal die Blu-ray Disc. Der Spiegel. Die andere Disc. DVD. Fast gleich. So unterscheiden sich die Farben. Das macht 8 Films öfters. Und hier leider der gleiche Schriftzug hinter dem Tray. Lass uns mal durchblättern. Tarantinos Number One Favorite Tough Guys, Robert Foster, Vigilante, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sehr nett, links ein
altes Kinoplakat, so wie es aussieht. Nee, ein Videothekenplakat. Sehr schön gestaltetes Booklet. Seiten sind hochwertig, schön dick. Bilder sind auch scharf. Klar, mit ein bisschen Filmkorn dabei, aber es ist ja dem Alter des Films geschuldet und nicht, dass es das Label verbockt hat. Du kannst auch sehen, das Mediabook ist eingenäht. Und noch ein bisschen Trivia. Interview mit William Lustig. Ganz interessiert, der Text ist von Nando Rohner. Ah, der gute alte Joe Spinell. Na, wenn ich die Bilder hier so sehe, kriege ich schon Bock auf den Film. Auch nochmal das Cover. Und so Sepia-Farben gehalten und nicht so bunt wie vorne. Ja. So. Das war's mit meiner Mediabook-Vorstellung bzw. Unboxing. Wie immer könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr den Film kennt und ob ich mich schon drauf freuen kann oder auch nicht. Ja, findet ihr das Mediabook? Dann sage ich jetzt Heidi Ho und Ciao!